Was die Ermittler heute in Den Haag präsentieren, ist ein erneuter Schlag für Fußballfans. Von der Spitze des Eisbergs sprechen sie, aber die heutigen Erkenntnisse zu Wettbetrug in Europa und weltweit sind erschreckend genug. Das Prinzip, Spieler werden bestochen, um dann auf Spiele wetten zu können. Hier geht es um Spielmanipulation in einer Dimension, die wir vorher nicht kannten. Mit Hunderten von Kriminellen, korrupten Spielern und Offiziellen. Hunderte Profispiele sind betroffen und das Ganze hat zu großen illegalen Gewinnen geführt. Im deutschen Wettskandal von 2009 sind führende Köpfe bereits verurteilt. Doch das löste neue Ermittlungen aus, die zu neuen verdächtigen Spielen führten. Und zur Erkenntnis, die Fäden soll ein asiatisches Verbrechersyndikat ziehen, so die Strafverfolger. Das größte Problem ist, dass wir eben mit einer weltweit organisierten Tätergruppierung zu tun haben, die über sehr viel Geld verfügen und uns immer einen Schritt voraus sind. Wir versuchen mit den Mitteln der Strafprozessordnung und dem Strafrecht dem Schritt zu halten. Es ist aber meistens schwierig. Europol spricht vom weltweit größten Wettskandal in der Fußballgeschichte und die Ermittlungen sind noch längst nicht abgeschlossen.